Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem TV Berlin Spezial von der IFA. Meine Kollegin Agnes Fischer und ich waren auch heute wieder für Sie in den Messehallen unterwegs, auf der Suche nach neuen Trends und Innovationen. Dazu gleich mehr. Zuerst aber mal ein paar Eindrücke hier von der Messe. Wir sind jetzt in der Halle 3.1 bei Bosch und Bosch macht vor allem Schlagzeilen mit einem ganz besonderen Backofen. Herr Bohm, können Sie uns den vielleicht mal erklären? Genau, das ist die neue Serie 8, komplett neue Backofengeneration für Bosch. Das Ganze steht unter dem Motto einfach zum perfekten Ergebnis. Wir haben einfach herausgefunden, die Konsumenten hätten gern ein perfektes Ergebnis, wissen auch, dass die Technologie dabei unterstützen kann, aber sind eigentlich nicht mehr so richtig bereit, sich mit der Technologie auch zu befassen, wollen keine Gebrauchsanweisungen lesen, sondern es einfach so einfach wie möglich gemacht bekommen. Und der Backofen hat eine ganze Menge an echten Weltneuheiten drin, die es wirklich einfacher machen, ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Zum Beispiel den Perfect Bake Back Sensor. Das ist der erste Backofen, der wirklich individuell jeden Kuchen beobachtet während des Backvorgangs, die Feuchtigkeit im Kucheninneren misst mit einem Sensor und den Backofen einfach abschaltet, wenn der Kuchen perfekt ist. Also wenn er gerade nicht mehr teigig ist, aber auch noch nicht trocken ist. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr mit so einem Stab da reinpieksen, zwischendurch, genau. Um zu gucken, ist das jetzt gut oder nicht? Ja, genau, weil das war ja auch immer so eine Sache, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber mit dem Stäbchen ist jetzt noch Teig dran oder nicht? Das war, selbst wenn ich das gemacht habe, immer noch ein bisschen eine Unsicherheit. Und das ist jetzt einfach abgenommen, weil die Technologie einfach misst, wann der Kuchen fertig ist. Gilt das jetzt nur fürs Backen oder gilt das auch für andere Produkte, die man in dem Backofen warm macht? Es gibt das Pendant dazu auf der Fleischseite. Also wenn ich ein Roastbeef zum Beispiel perfekt medium bekommen will, gibt es den Perfect Roast Bratenthermometer. Bratenthermometer an sich ist jetzt nichts Neues, was aber komplett neu ist, ist, dass ein herkömmlicher Thermometer immer nur einen Messpunkt hatte. Und wenn Sie das jetzt in ein Hühnchen zum Beispiel stecken, können Sie ja mit dem einen Messpunkt im Hohlraum, am Knochen landen, würden die völlig falsche Temperatur messen. Der neue Perfect Roast von Bosch hat einfach drei Messpunkte und erkennt dadurch, welches tatsächlich die richtige Innenraumtemperatur ist, schaltet sich dann auch wieder automatisch ab, wenn das Fleisch genau auf dem Punkt ist. Herr Bohm, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass Sie von Konsumenten quasi erfahren haben, wo die Bedürfnisse liegen. Ist das eigentlich immer Basis einer Innovation, dass man quasi Befragungen bei Kunden macht, wo Bedarf ist und wo nicht? Ja, also das ist die absolute Basis bei Bosch. Also wir haben uns der Consumer Centricity, also der Orientierung am Verbraucher, verschrieben. Wir haben hier für die neue Backofengeneration über Jahre, über verschiedene Länder auch tausende von Interviews geführt, aber nicht nur direkte Interviews, sondern auch Beobachtungen von Konsumenten, die einfach dabei gefilmt wurden, natürlich mit ihrem Wissen, als sie gebacken, gekocht haben. Und dabei haben wir einfach eine ganze Menge Dinge festgestellt, die schwierig sind, die Probleme bereiten. Manchmal sind es auch so einfache Dinge wie, auf welcher Höhe im Backofen backe ich denn den Kuchen jetzt am besten? Da müsste ich normalerweise in der Gebrauchsanweisung nachlesen. Macht kaum jemand. Deshalb haben wir die neue 4D-Heißluft entwickelt, mit der es einfach, wenn Sie die Heizart wählen, vollkommen egal ist, auf welcher Ebene Sie backen. Es gibt immer ein perfektes Ergebnis. Das wäre also noch eine Innovation, die in diesem Backofen steckt. Gibt es noch weitere Überraschungen? Also es gibt genau noch eine weitere, nämlich das ist der sogenannte Bosch Assist. Das ist ein intuitiver Bedienring, mit dem Sie den Backofen ganz leicht bedienen können, visuell geführt werden und wenn Sie auf Assist tippen, dann eigentlich auch gar nicht mehr wissen müssen, wie man denn jetzt welches Gericht am besten macht, sondern Sie wählen einfach das Gericht aus, sagen vielleicht noch, wenn es sich um Fleisch handelt, wie schwer Ihr Stück Fleisch ist. Und dann weiß er automatisch, welche Einstellung die beste Einstellung ist. Das heißt, Ihr Ziel ist letztlich, dass man in der Küche kaum noch richtungsweisende Papiere braucht, die einem erzählen, wie man richtig kocht. Bloß die Rezepte, die muss man sich noch selber holen. Die Rezepte muss man sich selber holen, kann man aber mit Home Connect von Bosch tatsächlich auch über eine iPad-App, die kostenlos ist,
tatsächlich Rezepte bekommen, die auch ganz exakt auf den Ofen abgestimmt sind, die dafür getestet sind. Das ist eine riesen Rezeptdatenbank und Sie können direkt vom iPad oder vom Smartphone das Rezept direkt auf den Backofen schicken. Gut, damit sprechen Sie natürlich auch ein entscheidendes Thema dieser Messe an, Home Connect. Das heißt, da ist auch Bosch mit dabei. Da ist auch Bosch ganz stark mit dabei. Und zwar ist es nicht so, dass wie in den vergangenen Jahren oft auf meinem Stand eine riesen Vision dargestellt wird, aber das Produkt noch nicht tatsächlich erhältlich war. Diesmal gibt es tatsächlich Produkte. Es gibt eben die neue Backofenreihe Serie 8 mit Home Connect-fähigen Geräten. Es gibt auch einen neuen Geschirrspüler der Serie 8, der Home Connect-fähig ist. Das alles wird im Dezember tatsächlich im Markt eingeführt und ist erhältlich, ohne Zusatzkosten für die App oder irgendwelche zusätzlichen Geräte. Das ist auch ein offenes System, was ich also sozusagen mit jedem Gerät bedienen kann. Also es ist von der Mobile-Device-Seite her zunächst mal ab Dezember für iOS-Geräte von Apple, wird aber ab Frühjahr dann auch für alle Android-fähigen Geräte verfügbar sein und ist komplett offen, ist auch offen insofern, dass Sie nicht nur Bosch-Geräte damit steuern können, sondern zumindest zum Start auch Siemens-Geräte. Es könnten zusätzlich auch, wir sind da vollkommen offen, auch weitere Hausgerätehersteller angesteuert werden. Herr Bohm, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, Bosch stellt ja nun unheimlich viele Geräte auch für den Haushalt her und Sie so eine Vision für den Haushalt der Zukunft entwickeln, gehen wir wirklich dahin, dass wir vom Büro aus oder vom Wohnzimmersessel aus letztlich in Zukunft alles bedienen per Touchpad und kaum noch aufstehen müssen? Ich glaube, da wird sich jetzt nicht komplett hinentwickeln. Es macht einfach, wir sind auf der Suche nach Dingen, die wirklich Sinn machen, die sich in den Alltag sinnvoll integrieren lassen. Also beispielsweise kennt jeder so Dinge, wenn ich unterwegs bin beim Einkaufen und nicht mehr weiß, habe ich jetzt noch Butter da. Wenn ich dann über das Smartphone im Kühlschrank nachschauen kann, ob da noch Butter drin liegt, dann ist es, glaube ich, eine sinnvolle Unterstützung. Auf der anderen Seite wollen wir auch gerade bei dem Thema Backen und Kochen den Leuten ja nicht alles abnehmen. Es macht ja auch Spaß, es ist ja eine kreative Aufgabe. Und deshalb entwickeln wir die Geräte so, dass all das, was Spaß macht, noch in der eigenen Kontrolle ist und all das, was eigentlich keinen Spaß macht, was wirklich schwer ist, auch schwer einzuschätzen ist, dass das Technologie abnimmt. Thank you.